das Verhalten der anderen Fahrgäste auch immer irgendwie schlechter wird. Da könnte man wieder ganze Kapitel füllen. Jetzt haben wir wieder einer im Zug, der hat irgendwie ein Tablet und das hat immer mal so aller Sekunden oder so in regelmäßigen Abständen so einen laut blinkenden Ton von sich gegeben, so nach dem Motto, ich habe eine neue WhatsApp-Nachricht bekommen. Und da frage ich mich eigentlich, wie gesagt, muss man das nicht merken, dass es anderen Fahrgästen eventuell auf den Sack gehen könnte. Also das sind manche Fahrgäste scheinen da ein bisschen, weiß nicht, waren wahrscheinlich abwesend, als das Hirn verteilt wurde. Anders kann ich mir sowas nicht vorstellen. Von den Leuten, die sonst wie laut Musik hören, dass man es auch noch 10 Stuhlreihen weiter hinten noch laut und deutlich hört, will ich da gar nicht reden. Und von Leuten, die aufs Rauchverbot scheißen. Also, naja. Irgendwie geht's da auch gefühlt bergab. Ich weiß ja nicht, ob ihr das auch so seht oder anders, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Also wie gesagt, da könnte ich aber wieder ganze Folgen füllen mit Sachen, wo irgendwelche Leute belästigen. Hier geht mal ein Tunnel durch. Ich möchte eigentlich idealerweise hier rechts neben der Stadt rauskommen, aber dann hier kurz vorher noch eine Kurve reinziehen, ist sicher kein Problem. Der alte Gmail-Account hat mir übrigens seine eigene Japan-Karte hier mal geschickt oder zukommen lassen. Ich habe die Nummer ganz kurz überflogen, bin dabei jetzt noch nicht dazu gekommen, das irgendwie in einem Let's Show oder wie man es nennen will, zu präsentieren. Eigentlich, da ja eh nur ein Zug fährt, kann man doch hier Tunnel bauen. Mehr Zugverkehr ist hier noch nicht abzusehen, sondern wirklich bloß ein Zug, der die Leute hier runter nach Nui fährt. Und da muss man jetzt nicht darauf achten, dass da die Streckenkapazität hoch ist, sondern da kann man ja einfach mal ein bisschen was bauen. Ich muss jetzt irgendwie hier rechts runter. Muss dabei aber natürlich auch die den Abstand einhalten mit denen, dass die immer 3 gerade Kacheln haben müssen, bevor eine weitere Höhenveränderung möglich ist. Das muss ich ja einhalten. Das könnte man eigentlich hier sich das so ein bisschen breiter machen. Haben wir nämlich 3 Kacheln zum Rüberziehen, das geht dann noch. So, dann kann ich den Bahnhof jetzt muss ich natürlich erstmal den Bahnhof bauen, ne? Sonst vielleicht ist es auch jetzt schon zu spät, dass die mich einfach doof finden. Ja, na gut, da kommt dann wieder hier Ermittler. Bestellungsversuch wurde von einem Ermittler entdeckt. Ach nein. Das ist ja jetzt ärgerlich, Okayama, ne? Dann kriegt er halt keinen Bahnanschluss mehr. Ach, warte mal, der Baum. Ach. Ich bin ja doof. Der Baumtrick hätt's doch auch gemacht. Schon finden die mich mittelmäßig. Ich glaube, das ist eine grün regierte Stadt. Wahrscheinlich sollten wir die dann gar nicht anbinden, wenn das so ist, sondern eher ausräuchern. Das habe ich jetzt nicht gesagt, Entschuldigung. Aber es bleibt bei mittelmäßig. Also ganz so überzeugt sind die noch nicht, ne? Aber das basiert wahrscheinlich auf Gegenseitigkeit. Aber immerhin, um das Ganze so ein bisschen wieder gut zu machen, schenke ich ihnen immerhin ein Bahnhofsgebäude, was hier so schön neben dieser Tankstelle steht, die auch gar keine Straßenanbindung hat und man somit dort gar nicht drauf kommt.
So, das Bahnhofsschild, Gepäckschuppen, so eine Sitzmöglichkeit. Viel kriegen die aber nicht, weil, ihr wisst ja, ich habe es ja vorhin erörtert. Die Musik klingt definitiv anders. Definitiv anders. Die haben mit dem Update da irgendwas gemacht. Irgendwie klingt die jetzt, wie sagt man, jammiger, jazziger, dynamischer, irgendwie sowas. Na komm, ich will nicht so sein, die kriegen halt doch noch einen mit Dach. Achso, jetzt finden die das wieder doof hier. Hm? Also irgendwas stimmt mit der... mit denen hier nicht. Da ist irgendwie... was nicht in Ordnung. Jetzt bleiben sie beim sehr schlecht. Ich hoffe mal, das reicht, um hier wenigstens noch das Abschlussding zu bauen. Nö, dann kriegen sie halt keinen Prellbock. Dann dürfen sie sich auch nie beschweren, wenn es hier Unfälle gibt, weil der Zug drüber hinausfährt. Hier hoch und dann nur drum, passt genau. Depot steht dort. Na gut, dann können wir zur Not hier auch nochmal eins hinstellen. Nee, da nicht. Wegen der 90-Grad-Kurve. Na gut, das ist zwar erlaubt, aber muss es ja nicht provozieren. Und dann, was haben wir? Haben wir irgendwas Interessantes? Kann auch mal ein langsamer Zug sein. Wir haben mal so einen Doppelstock, der 120 fahren kann. 160, 160, was ist denn eigentlich mit dem hier? Sortieren wir mal bitte nach Höchstgeschwindigkeit. Und der hier, Sunrise Express. Sleeper Train, na okay, das brauchen sie eigentlich jetzt nicht wirklich. Ich würde gerne mal den roten hier nehmen, der sieht interessant aus. Ich hoffe, sie sind mir nicht böse, wenn ich hier, ja, warte mal, was muss ich erst... ach ja, der hier ist das, mhm, der sieht interessant aus. Okajima nach Nui. Und der hat noch irgendwie was zum Einstellen oder was? Nee, nur Passagiere und Abfahrt. Finde mich weiterhin furchtbar. Naja. Egal. Vielleicht ändert sich ja das, wenn hier der Betrieb aufgenommen wird. Immerhin müssen die nicht erst jetzt mit dem Schiff nach Dingsbums und dann mit dem Bus 5000 Mal umsteigen, um zum Bahnhof zu gelangen und dort wieder nach Hast du nicht gesehen zu fahren. Das ist ja schon eine Erleichterung für die Leute. Ob die das annehmen, mal gucken. So, Dille. Oh, was hier für Kohle drin lagert. Können wir ja gleich nochmal in... Kohleschiff raushauen. Das ist eine Armada, ist das hier. Kohle, dahinter war auch Kohle. Oh, da muss ich auch noch aufpassen, wo ich hinklicke. Der hat Kohle. Wäre natürlich cool, wenn das hier dann schwarz wäre, aber... trotzdem, hier staut sich nicht viel drin, ne? Also, das wird immer auch gleich direkt abgeholt. So, jetzt wollte ich aber was machen wegen Lebensmitteln, da muss es ja auch weitergehen. Wo war jetzt der Lebensmittelbahnhof? Der hier oben? Oh, hier ist 3300 Tonnen Holz drin. Was hat denn der hier? Ach, der hat den Stahl geladen. Hauen wir mal vier Züge raus.
So, und wie war es jetzt mit den Lebensmitteln? Da hatten wir doch definitiv schon mal irgendwo, eigentlich gibt es auch noch Städte, die noch gar keine Anbindung haben. Banken wollten mir auch noch was machen. Oh nee, ist das ein Chaos. Das ist natürlich die Frage. Ach, hier sind Wertsachen drin. Ob die Bahnhöfe hier teilweise Wertsachen im Radius drin haben. Die hier haben, Kinur hat Wertsachen im Radius. Jetzt wäre es schön, noch irgendwie mal eine zweite Stadt zu haben, die das hat. Die hier, Moriyama. Wo ist denn die Bank eigentlich? Wie sieht denn die aus hier im Japanischen? Ist das die hier? Ja. Okay, na gut, das ist eine eingleisige Strecke. Das passt mir da eigentlich nicht wirklich. Dann lieber hier oben hin. Dann machen wir das mal. Dann schicken wir dort mal eine Runde Wertsachen herum. Hier ist er zweigleisig. Das sollte ja jetzt passen. Ich stelle ihn auch nicht auf Vollladen. So, hier gibt es verschiedene Wagen. Guck mal, der kann... Ach, guck mal, der kann die direkt... Fahren die nur einzeln? Achso, die kann man nur... Wie sieht denn das aus, wenn der fährt? Irgendwie finde ich das cool, so kleines Mäftel. Und dann 130 fährt er, das ist auch einigermaßen... schnell, finde ich. Zug ist zu kurz. Hä? Ich denke, ich kann da nicht mehr dran pappen. Ach so, das geht nur mit dem hier. Ach so, was ist das? Das ist ja geil. Komm, wie sieht das dann aus, wenn der rausfährt? Das ist ja geil. So was gab es auf einer deutschen Bahn auch mal, solche Wagen. Das hat sich, glaube ich, nicht durchgesetzt. Meines Wissens nach. Jetzt machen wir erstmal eine neue Gruppe auf. Wertsachen. Nee, Wertsachen.